Hintergrund: Denzel Dumfries hatte es kommen gesehen. Der Rechtsverteidiger der PSV Eindhoven beobachtete in der 86. Minute den Zweikampf des Groningen-Spielers im Mittelfeld genau und sah, dass bei der Ballverarbeitung etwas schiefgehen könnte. Also beschleunigte er schon einmal leicht und bekam die Kugel durch eine schlechte Annahme direkt in den Lauf serviert. 10 Meter hinter der Mittellinie sprintete er also mit Riesenschritten los und war einfach nicht mehr aufzuhalten. Seinen beeindruckenden Vorstoß krönte er dann auch noch mit einem Tunnel für Groningen-Keeper Sergio Pat und der 2:1-Siegtreffer für die PSV war perfekt. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Genau wie Dumfries im Auswärtsspiel ist auch die PSV in der Eredivisie momentan nicht aufzuhalten. Das Tor des Abwehrspielers sorgte dafür, dass die beeindruckende Serie der Eindhovener weiterhin Bestand hat. Das 2:1 war der 10. Sieg im 10. Ligaspiel. Statistisch gesehen haben wir vorher nicht oft in Groningen gewonnen. Diese Zahlen können jetzt auch in die Mülltonne, sagte PSV-Trainer Marc van Bommel dem Eindhovens Dachblatt. Die PSV Eindhoven rattert durch die Liga. Die Zahlen, die das Team ansonsten vorweisen kann, sind aber überaus sehenswert. Neben dem spektakulär erfolgreichen Start in die neue Spielzeit ist es vor allem das Torverhältnis, das auffällt. 38:4 Treffer verzeichnet der Titelverteidiger aktuell. Auch die Konkurrenz ist beeindruckt. Die zweite Hälfte war schlecht von uns. Wir müssen auch am Torverhältnis arbeiten, sagte Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam, und das nach einem 3:0-Sieg im Klassiker gegen Feyenoord Rotterdam. Mit seinem Team hat er schon 5 Punkte Rückstand auf die PSV. Das Torverhältnis könnte, wie schon mehrmals in der jüngeren Geschichte der Eredivisie, in der Endabrechnung durchaus wichtig werden, und da hängt Ajax momentan hinterher. Das 2:1 in Groningen war für die Werkself das 3. Auswärtsspiel, das in dieser Saison mit diesem Ergebnis gewonnen wurde. Ansonsten rattert die PSV momentan wie ein Schnellzug durch die Liga. 7:0 in Den Haag, 3:0 gegen Ajax, 6:0 gegen Emmen, für das Team des Neutrainers Marc van Bommel läuft es einfach. Der Ex-Spieler von Bayern München und des FC Barcelona trat im Sommer die Nachfolge von Philipp Kökü an, der zu Fenerbahçe ging. Während die Ära Kökü in Istanbul mittlerweile schon wieder Geschichte ist, schreibt van Bommel bei seiner ersten Station als alleinverantwortlicher Coach Geschichte, eine echte Erfolgsgeschichte. Und was ist sein Erfolgsgeheimnis? Die Nichtrotation. Während van Bommel während seiner aktiven Zeit bei den Bayern das kennenlernte, was inzwischen als Belastungssteuerung bezeichnet wird, macht er mit Blick auf die Ligaspiele nun als Trainer das genaue Gegenteil. 5 Plätze in der Startelf wurden insgesamt an den 10 Spieltagen mit Blick auf die vorige Partie neu vergeben, ansonsten vertraut der 41-Jährige einfach seiner Erfolgsmannschaft. Die Spieler sind richtig fit. Wenn jemand eine Pause braucht, dann kann er in den Kraftraum gehen oder darf mal einen Tag zu Hause bleiben, erklärte van Bommel dem Eindhovens Dachblatt. Was zählt, sind die Spiele, und sein Ansatz gibt dem PSV-Coach bislang recht. Wie es aussehen kann, wenn van Bommel einmal von seinem Konzept abweicht, bekam er schmerzlich im Pokal in dieser Woche zu spüren. Gegen RKC Waalwijk entschied sich der Coach entgegen seiner Gewohnheit dazu, 11 neue Leute in die Startelf zu beordern. Das B-Team der Eindhovener schied schließlich durch ein 2:3 gegen den unterklassigen Gegner aus. Van Bommel installiert neue Viererkette. Die 4 Gegentreffer, die in der Zwischenbilanz auftauchen, sind ein durchaus überraschend guter Wert. In der vergangenen Saison hatte Eindhoven in den 34 Saisonspielen noch 39 Tore kassiert und damit den Titel geholt. Wenn das Team den aktuellen Schnitt hält, landet es am Ende bei nur 14 Gegentreffern.
Und das, obwohl drei neue Leute in die Viererkette eingebaut wurden und sich erst einmal im Zusammenspiel finden mussten. Mit Linksverteidiger Angelino, U23 Manchester City, Innenverteidiger Nick Viergever Ajax Amsterdam und Rechtsverteidiger Denzel Dumfries, der vom SC Herwin kam, musste Van Bommel eine neue Abwehrreihe formen, nur der Ex-Stuttgarter Daniel Schwab blieb ihm als feste Größe. In der Offensive ist es die Ausgeglichenheit, die die PSV entscheidend weiterbringt. Die 38 Tore verteilen sich gut, 8-mal war der kopfballstarke Luke de Jong erfolgreich, 8-mal auch der mexikanische WM-Star Irving Lozano, der tempo- und trickreich ist. 7 Treffer gehen bislang auf das Konto des abgezockten Gaston Pereiro aus dem offensiven Mittelfeld. Den einen Wunderstürmer, wie ihn die PSV mit Romario oder Ronaldo schon in ihrer Vereinsgeschichte hatte, gibt es im Kader nicht. Die Eindhovener können ihre Gegner mit vielen Waffen schlagen. Und das tun sie bislang überzeugend. Am Wochenende steht das Heimspiel gegen Vitesse Arnheim an, dann könnte schon der 11. Sieg in Serie zum Saisonstart folgen. Der Eredivisie-Rekord wäre das aber noch lange nicht. In der Saison 1987-88 schaffte es die PSV mit Spielern wie Ronald Kühlmann und Sören Lerby unter Trainer Huss Hiddink die komplette 17 Partien umfassende Hinrunde ohne Punktverlust zu überstehen. Am Ende stand für das Team natürlich die Meisterschaft, was nach dem Traumstart auch für die Truppe von Marc van Bommel wahrscheinlich ist. Denn solange der Trainer nicht rotiert, die Defensive eingespielt und die Offensive unberechenbar ist, dürfte die PSV die Eredivisie noch eine Weile beherrschen. Mehr zur PSV Eindhoven.